Trauer und Sorge herrschen am Flughafen der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die Angehörigen der 62 Menschen an Bord haben Angst, dass alle ihre Lieben tot sein könnten. Die Boeing 737-500 war am Samstag kurz nach dem Start vom Radar verschwunden. Sie war unterwegs nach Pontianak auf der Insel Borneo. Kurz nach 14.40 Uhr Ortszeit sei der Kontakt zu dem Flugzeug abgebrochen, sagte eine Sprecherin des indonesischen Transportministeriums. Rettungsteams sind im Meer vor der Insel Java auf der Suche nach dem Flugzeug und den Insassen. Es sind mehrere Trümmerstücke gefunden worden, die eventuell von dem Flugzeug stammen. Fischer hatten in der Region eine Explosion beobachtet. Laut Flightradar verlor die 27 Jahre alte Maschine der Billigfluglinie Sriwijaya Air innerhalb von weniger als einer Minute über 3000 Meter in Höhe. Vor einer Stellungnahme, so die Airline, wolle sie aber noch mehr Informationen sammeln.